Jo, hey Leute, willkommen zum 24. Part Pokémon Sovereign of the Skies. Weiter geht's. Und jetzt gehen wir aufs Schiff. Gut, jetzt können wir endlich losfahren. Alles einsteigen. Ja. Wir sind jetzt hier auf der Schatzinsel gewesen. Auf der Schatzinsel. Und jetzt geht's weiter. Ich frage mich jetzt, ob jetzt noch was passiert. Ich glaub's aber nicht. Ich glaube, jetzt kommen wir wirklich auf die. Nach Ocearia City oder wie die auch heißt, diese Stadt. Ja, hier. Nee, Ocearia City. Oh, das sieht ja richtig geil aus. Du. Es könnte ruhig ein bisschen ein größeres Schiff sein. Es ist ein bisschen popelig, muss ich so mal zugestehen. Da wären wir. Weg von meinem Chef. Ich werde dann mal wieder gehen. War nett, dich herzufahren. Bis dann. Jö, jetzt haben wir keine Zurückfahrkarte mehr, weil wir keinen Server haben. Du. Und es ist schon dunkel hier, wieso nur? Hä? Wieso ist es hier dunkel eigentlich? Was zum Teufel? Wie spät ist denn eigentlich hier im Spiel? Ich meine, es ist jetzt bei mir 3 Uhr. Das ist doch Verarschung. Das kann doch nicht sein. Wieso? Das ist glatter Betrug. Also, das sieht hier ziemlich geil aus. Das sind so ganz viele Schiffe. Das ist die. Wobei die Straße sieht ein bisschen komisch aus. Muss ich mal so an dieser Stelle gesagt haben. Du. Was ist denn das hier eigentlich? Hä, was ist das? Keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall irgend so was Leuchtturmmäßiges. Die Arena, was ist das? Los, Flamare. Ah, die kämpfen gerade. Und die sagt los, Blitzer oder was? Los, Blitzer, ja. Du. Das sieht übrigens aus wie überdimensionale Schachfiguren, wollte ich mal so noch gesagt haben. Ey, diese Stadt erinnert mich an diese eine Stadt, die auch so ähnlich aufgebaut war. Moosbach City, glaube ich, hieß die im Original. Was ist das? Ah, das ist eine Muschel. Moosbach City. Aha. Sie muss auf die Enkelin aufpassen, sonst ertrinkt die. Super. Super Sache, jetzt finde ich sehr, sehr vorbildlich. Das muss ja so, das muss so sein, muss man so mal gesagt haben. Das ist übrigens ein riesiger Strand. Und ich will immer noch wissen, wieso es schon dunkel ist. Obwohl es noch vorhin hell war gerade. Vor 5 Sekunden. Aber nee. Das Spiel. What the fuck? Der ist einfach vom Bildschirm von irgendwo gekommen. Ich habe das gar nicht gecheckt. Ich dachte schon, was zum Teufel? Was will der von mir? Ein Carpador. Ja, was machen wir hier gegen Carpador? Platscher. Bam. Bam. Steinhagel. Ja, was gibt's sozusagen? Ja, ich war richtig geflasht vom letzten Part mit der Schatzinsel. Und hier ist der Hintergrund auch immer noch so gleich, so inselisch. Ist halt einfach jetzt dunkel, aber ich frage mich jetzt ernsthaft, wieso? Weil es war vorhin noch nicht dunkel. Es ist jetzt auch erst 3. Leider. Komische Sache, keine Ahnung. Fragt mich nicht wieso, aber ich weiß es echt nicht, Leute. Ich weiß es echt nicht. Machen wir mal Winddose. Fuchtler sollte nicht allzu viel Schaden machen. Jo, ist klar. Was kann ich sonst noch so sagen? Ich habe mir jetzt ja langsam überlegt, ob ich mir jetzt das MacBook Pro kaufen soll, das 13-Zoller-Modell. Und ja, es ist so teuer. Und ich hätte jetzt langsam hätte ich das Geld zusammen, aber ich glaube, ich warte noch, bis die neuen angekündigt werden, weil die haben dann sicher auch ein besseres Specs. Und ja, weil wenn ich das jetzt kaufe, dann ärgere ich mich nur, wenn ein paar Monate danach ein neues angekündigt wird für den gleichen oder Preis oder noch günstiger. Und dann, ja, also ihr versteht vielleicht, was ich meine, aber ja. Es ist halt immer so, man möchte das, was man nicht hat und so ist der Mensch halt, ne? So ist der Mensch, leider. Leider, wieso kann ich nicht zufrieden sein mit dem, was ich habe? Ja. Außerdem finde ich das macOS eh besser. Also ich mag es einfach lieber zum Arbeiten, zum Spielen und so weiter. Aber ich müsste dann trotzdem noch irgendwie das Bootcamp bzw. Dual Boot draufhauen fürs Let's Playen, weil das eignet sich besser mit Leuchtturm. Da komme ich nicht rein. Toll. Es eignet sich eben besser mit mit Windows. Mit Windows. Windows. Okay, da kommen wir erstmal nicht rein. Toll. Super. Ist das? Rasaf. Ist das ein Rasaf? Geil. Ey, das hat so viele Overworld-Pokémon. Das ist unglaublich, dieses Spiel. Unglaublich, Leute. Das muss ich mal gesagt haben, das so. Was? Das ist auch ein Trainer? Nein! Oh, wieso sind hier so viele Trainer an diesem fucking Strand? Ich wollte doch gar nicht so viel kämpfen. Ich wollte doch eigentlich jetzt nur ein bisschen erkunden und in die Arena dann gehen.
Aber wobei, dort war so ein alter Mann davor und ich weiß nicht, ob man dort einfach dann reingammeln kann oder sonst irgendwas ist. Ich wechsle jetzt hier mal das Pokémon zu Yuki, weil Aeroas und so, ne? Aeroas. Das macht einiges mehr Schaden. One-Hit-Kills eventuell. Ja, One-Hit, wie schon gesagt. Kampf-Pokémon halt, Flugattacke, bam. Haben wir auch überlegt, dass ich eventuell Pokémon Mystery Dungeon Let's Playen werde, aber das natürlich auch erst viel später. Also, erstmal Pokémon Mystery Dungeon Team Rot, weil das war mein erstes Pokémon Mystery Dungeon, war auch das erste mit Team Blau zusammen und das habe ich richtig abgefeiert. Das war so bam, ich so, hä, was ist Pokémon Mystery Dungeon? Es ist ein Pokémon, kaufen, kaufen. Und dann, ey, das war so unglaublich, das. Hey, das Feeling, ich habe das so abgefeiert, das Spiel. Ich habe das ja dann irgendwann neu angefangen und dann nie mehr zu Ende gespielt. Ich hatte alles, wirklich alles gemacht und ist mir leidig gewesen. Und dann habe ich das neu angefangen, ich Dummkopf und ja. Dass mir leider nicht gehorchen will. Okay, ich bekomme jetzt einfach einen Rabauz, toll. Super. Rabauz, wie nenne ich denn das Rabauz? Rabauz. Jo, wie nenne ich denn das? Bruce Lee, nee, ich weiß, wie ich das nenne. Es ist zwar ein weibliches, aber ich nenne es trotzdem so. Ist mir scheißegal. Ist mir egal. Brandon. Wenn ich weiß, wer Brandon ist, das ist, glaube ich, einer der Söhne. Ja, doch, es ist einer der Söhne von Bruce Lee. Brandon Lee. Jo. Super. Ja, haben wir jetzt hier auch einen Brandon Lee. Das passt doch gerade. Wenn ich sogar einen Kick Lee bekommen würde, wäre das auch noch geil. Weil. Also, Nock Chan ist ja von Jackie Chan, glaube ich, abgewandelt. Und Kick Lee von Bruce Lee. Jo. Das hört sich auch logisch an. Ja, es ist, glaube ich, sogar auch so. Hä, wo weit. Hä? Nein, ich möchte nicht gegen dich kämpfen. Dann nerv mich nicht. Ja, verpiss dich doch. Alter, was bist du so frech, Mann? Ich wollte doch gar nichts Schlimmes. Oh, Jasmin, die Jasmin, die Leiterin, ist gerade nicht da. Sie treibt sich sehr oft auf der Brücke rum. Ah, und ich muss sie von der anderen Seite ansprechen. Jo. Habe ich verstanden, habe ich verstanden. Ich war einfach auf der falschen Seite und habe hier mit ihrem Nock. Was war's? Nee, mit ihrem. Keine Ahnung, was es war. Ich hab's vergessen. Rasaf, glaube ich. Der Ausblick aufs Meer ist einfach großartig, findest du nicht auch? Jeden Tag komme ich hier, um alle meine Sorgen zu vergessen. Ich bin übrigens die Jasmine. Und du? Ah, Thomas, schön dich kennenzulernen. Ich habe eine große Leidenschaft für Kampf-Pokémon. Ich kann dir gerne eine Kostprobe geben. Radaf, zeig uns deine Kraft. Stärke, bäm, voll ins Wasser. Siehst du, was ich meine? Radaf, was hast du denn? Oh mein Gott, was ist hier los? Ein Schiff? Was macht das Schiff hier? Du, neue Musik, noch nie habe ich die gehört. Die ist so krass. Was passiert hier? Das ist Team Tundra. Was macht Team Tundra hier? Vergesst nicht, Leute, wir holen uns das, was wir brauchen, und dann gehen wir. Wir werden uns nicht geschlagen geben. Auf geht's. Du, das kann eigentlich gar nicht sein. Bei uns fahren zurzeit keine Fähren. Wie kommt es denn, dass dieses Boot hierher kommt, hierher kommen kann? Wer hat denn gesagt, dass wir legitim hier sind? Da sieht man sich wieder, Thomas, hä? Wir werden in den Leuchtturm gehen und ihr werdet euch nicht einmischen. Wir werden dann gehen. Du. Es sind irgendwie 10 Schurken und ein Oberschurke. Die scheinen dich ja zu kennen, aber wir können das später besprechen. Lass uns am besten nachschauen, was die hier treiben. Komm in den Leuchtturm. Du. Jetzt müssen wir hier diese Team Tundra Vollspacken besiegen, glaube ich mal. Was ist das? Ist das wieder so ein Dungeon? Das wäre. Boah, das sieht so geil aus. Brutal. Ah, hier kann man Blitz einsetzen und dann. Ja. Ich glaube, es gibt für jedes VM ein Dungeon, Leute. Ah, oh, es ist der zweite Dungeon. Der Elektro-Dungeon, nenne ich ihn mal. Boah, ich feier das so ab, Leute. Ich feier das so ab. Das Beste. Und der Hintergrund. Tschüss, der ist ja krass.
Leute, das Spiel hammermäßig noch nie, noch nicht mal im Pokémon X und Y habe ich hat mich schon geflasht wegen 3D und so, aber ne, das Spiel flasht mich mehr, muss ich einfach so gestehen. Aber das ist nur meine Meinung und ihr könnt euch auch was anderes denken. Und ich glaube, ey, ich glaube, ja, wobei Surfer, ja, aber vielleicht Stärke und ach, keine Ahnung. Oh. Ich glaube, aber Kaskade wird es sicher auch noch einen Dungeon geben. Da, so einen blauen Dungeon, Wasser-Dungeon. Boah, geil. Richtig geil. Du. Ich habe hier einen Schutz gefunden. Super. Habe ich den Schutz eigentlich schon verwendet? Ja, wirkt noch gut. Weil ich möchte hier nicht unbedingt Pokémon begegnen. Und weil sonst verliere ich dann auch die Orientierung. Passiert mir sehr oft. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Dass mir dann das oft passiert. Okay, was ist denn eigentlich das? Das erkenne ich gar nicht. Das sind ah, das sind Schrauben, glaube ich, oder so. Moment mal. Moment mal. Ne. Da ist noch nichts. Das ist richtig geil. Welche ändern sich jetzt? Hoffentlich die links, weil dann kann ich zum Item. Ne, die ändern sich. Und? Und sonst keine. Toll. Ja, dann ändern die sich erst später. Wo soll ich jetzt? Ich gehe erstmal nach oben. Ja, Schutz wirkt nicht mehr. Das finde ich auch super toll. Ja, also eben, es erinnert mich sehr so an Zelda Dungeons. Also, das ist natürlich nicht negativ gemeint, sondern eher positiv. Weil, ach, ich feiere das irgendwie einfach ab. Also, muss ich einfach mal so sagen. Und Feuerstein haben wir einen zweiten jetzt. Könnt ihr euch mal anfangen, die zu verkaufen, glaube ich, weil die brauchen wir gar nicht. Die brauchen wir gar nicht. Gar nicht. Also, Leute, wenn ihr das Spiel wirklich selber spielen wollt und euch nicht spoilern lasst, dann, ja, ich sage euch jetzt nicht, schaltet weg, aber wenn ihr es unbedingt dann auch selber spielen wollt, dann empfehle ich euch, spielt es und dann spielt es einfach, ne? Anders kann ich es gar nicht sagen. Donnerstein, cool. Weil, ich spoilere euch ja im Prinzip jetzt durch das Let's Play, ne? Muss mal so gesagt werden. Aber ihr könnt natürlich auch beides machen. Das mache ich nämlich sehr oft. Ich spoilere mich bei vielen Spielen, aber gucke dann trotzdem. Also ich spiele es dann selber trotzdem auch noch. Aber ich hätte, glaube ich, das aktivieren sollen. Super. Oh Mann. Ja, Schutz wirkt nicht mehr. Der Part ist jetzt langsam schon, neigt sich langsam dem Ende. Ich laber eigentlich hier auch nur Bullshit. Aber Bullshit, der euch vielleicht interessiert, wer weiß, keinen blassen Schimmer. Wäre cool, wenn es euch interessiert. Übrigens interessiert mich natürlich eben nochmal, sage ich jetzt extra nochmal, eure Meinung zu diesem Spiel oder zu diesem Dungeon, jetzt mal so gesagt. Was sagt ihr eigentlich zu diesem Dungeon hier? Ist der auch cool? Findet ihr den auch gut gemacht? Ich finde den super awesome und ihr könnt mir hier in die Kommentare schreiben, ob ihr den auch super awesome findet. Das würde mich natürlich dann auch freuen, weil, ja, dann merke ich, jo, da gucken Leute das Let's Play und finden auch das Spiel genau gleich awesome wie ich und ja, ne. Es ist halt einfach so, ich finde das cool, wenn sich dann Leute auf etwas, also auf etwas antworten, was ich im Video gefragt habe. Keine Ahnung, das finde ich irgendwie einfach. Ja, das ist dann so, ja, ich weiß, der hat jetzt das Video bis dahin geschaut, coole Sache, er hat zugehört und jetzt antwortet er halt, ne? Es ist halt immer so eine Sache bei Kommentaren. Oftmals frage ich halt das an und ich bekomme komplett keine Antwort. Das kackt mich dann manchmal auch ein bisschen ab, bin dann so ein bisschen, ja, nicht traurig, sondern einfach so. Und auch nicht enttäuscht oder so, sondern einfach, ja, schade, dass die jetzt keine Antwort gekommen ist zu meiner Frage. Wäre ja irgendwie schön gewesen noch, aber man kann nicht alles haben, oder? Man kann nicht alles haben. Nee, da muss ich nicht durch. Bezweifle ich. Hä, wo hat's denn jetzt eigentlich diese Treppe hier jetzt abgeändert? Lol. Du. Hä? Nein, sagen wir jetzt nicht, ich muss jetzt nochmal alles machen. Bitte nicht. Nämlich ein bisschen öde. Nein. Ich glaube, diese Rollen resetten sich dann, wenn ich mich da jetzt nicht ganz komplett irre. Wenn man hier also die Ebene wechselt. Das wäre ein bisschen doof irgendwie, muss ich so geschehen.
kackt mich jetzt gerade auch irgendwie ab, weil ich gar nicht gecheckt. Ah, fuck, das war das da unten, hä? Klar, habe ich das nicht gecheckt. Nö, ist klar. Das hat sich hier unten also geändert. Jetzt wissen wir es. Ah, und jetzt mache ich den Fehler nicht mehr. Und dann mache ich das noch in diesem Part. Und dann machen wir den Rest im nächsten Part von diesem Dungeon. Weiß ja nicht, wie viele Etagen es gibt hier. Du. Merken wir uns aber, dass wir nicht einfach so unnötig die Etagen wechseln und schauen. Da bin ich zu dumm zum Scheißen oder was? Jo Leute, ich würde mal sagen, ich mache das offscreen, weil ich bin einfach nur zu dumm zum Scheißen und ich möchte euch hier nicht weiter aufhalten. Bis dahin, tschüss Leute und bleibt fit.